Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Train Simulator. Hier heute auf der Strecke Lake Constance. Ja, wir sehen das Ganze hier auch schon unglaublich. So eine richtige Aufgabe haben wir hier nicht, ne? Es gibt 12 Bahnhöfe entlang dieser Strecke, an denen auf Wunsch Fahrgäste hier, ja, das wissen wir ja nun schon. So, aufgrund von Wartungsarbeiten zwischen Kreuzlingen und Weinfelden wurde dieser Zug auf die Seenstrecke umgeleitet. Geben Sie bitte den Code 226 auf dem Zieleingabebildschirm ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Hilfe der Enter-Taste, um die Destination-Anzeige einzustellen. Bitte fahren Sie weiter zum nächsten fahrplanmäßigen Halt in Stein am Rhein, sobald die Abfahrt freigegeben ist. So weit, so gut, so klingt das. 226 den Kopf drehen, langsam. 226 und bestätigen. Stein am Rhein. So, wir haben natürlich auch schon Abfahrt. Wahnsinn, es geht einfach voll schnell los hier alles. So. Los geht's. So. Lake Constance natürlich. Payware Addon. Könnt ihr natürlich ja auch auf Steam kaufen. Ich glaube, mittlerweile müsste es auch auf Steam erhältlich sein. Ihr könnt das natürlich kaufen auch auf sämtlichen anderen Seiten. Ich fand die, ist eigentlich relativ schick hier, muss ich sagen. Ich mag ja dieses Ganze, wenn es so ein bisschen dörflich ist. Ja. So, machen wir mal ein bisschen Fenster auf hier. So, 60 dürfen wir. Denn los geht's. So, Stein am Rhein ist unser nächster Halt. Ja, Stein am Rhein. Problem ist, du kannst halt nicht immer rausgehen, ne, wenn du mit PCB und SIFA fährst. Ich meine, gibt es jetzt hier nicht so richtig. Also du musst, es gibt hier so einen SIFA-Taster, den musst du drücken. Ja, aber der ist halt nicht permanent irgendwie, so alle 5 Sekunden oder irgendwie sowas. Du kommst irgendwann einfach mal. Da, jetzt. Ja. Das war das. Richtig. Ja, Lake Constance, wie gesagt, ist echt hübsch. Also die Bilder, die sahen wirklich fantastisch aus. Ich muss sogar echt passen, war das Revert Games? Ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig, wer Lake Constance gebastelt hat. Aber die ganzen Bilder, die man so gesehen hat, das sah echt hübsch aus. Aufgaben sind auch einige dabei, die kann man sich auch gut angucken. Deswegen fangen wir jetzt damit an. Erste Folge, wie gesagt, hier von Lake Constance. So, wundervoll, schön in der Kurve. Gar nicht, wie lange die Aufgabe so dauert. Mit 60, weil da kommt er schon. Oh. So, Kollege wartet schon auf uns. Thank you.
Stein am Rhein angekommen. Türen auf. Was hat denn jetzt hier das Spiegel wieder eingeklappt hier? Ich mache den normal auf, wenn er so braucht, wahrscheinlich. Ja, soweit hier zu dem Fahrzeug. Ja, wenn wir uns ja mal kurz mal hier so reinbequemen hier. Also das sieht echt gut aus, ne? Das ist echt hübsch modelliert. Regionalverkehr Ostschweiz. SBB. Stein am Rhein. Ja, was haben wir hier oben? Selbstkontrolle. Ja, das sieht echt gut aus. Also, Rolle die Waldfee, ne? Das kann sich doch mehr als sehen lassen. Hier ist die Fußglas hier. Wie er grinst. Die Fahrgäste sind nur eingestiegen. Geben Sie bitte 218 ein. So, bitte fahren Sie um 11.06 Uhr, sobald Abfahrt freigegeben ist, zum nächsten fahrplanmäßigen Halt in Steckborn. So, 216. War das nicht 216? Oh, nein. 214? Nein. Mann. Och, dieses. Also manchmal ist dieses Tracker eher schon echt anstrengend, ja? Jetzt habe ich echt nicht aufgepasst, wa? Ja, der Code für Steckborn, wie war der? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch noch mal eine Zwangsbremse bekommen. Ah, wie war denn jetzt der Code, ey? Wirklich? Ey, du kommst da echt nicht mehr hin, ne? Wenn du das einmal weggedrückt hast, dann ist es vorbei. Ja, dann tut's mir leid. Oh, fortfahren. Oh, komm, weißt du? Funktion, die du nie benutzt. Ich hab keine Ahnung, Steckborn. Oh, genau. Türfreie Wahl kannst du hier auch nicht eintippen. Okay. Jetzt öffnet er lieber rechts, aber irgendwie kannst du dich nicht einstellen. Steckt da jetzt auf dem Weg aus, das ist doch Blödsinn. So, dann können wir weiterfahren.
Ja, Rivet Games auf jeden Fall. Die sind es zumindest schon mal. Ja, leider finde ich aber nichts dazu. Benutzt, ich weiß nicht, was es war. 224, 221, keine Ahnung. Bremse auf 60. Ich gehe alle kurz durch, ist mir egal. Gibt's nichts. Ist ja alles kaputt. Gar nicht, ey. Ich find's nicht. Haben wir denn Stock und Kreuzlingen? Da wird bestimmt ja gleich nochmal ein Code kommen, dann so 80, dann mal wieder ein bisschen Schub geben. Natürlich dadurch jetzt eine kostbare Zeit verloren jetzt hier. Einmal nicht aufgepasst, weil ich mir diesen doofen Code nicht merken konnte, wirklich. Alzheimer ist echt keine schöne Angelegenheit, wirklich nicht. Aber guckt euch diese tolle Strecke an, ja. Die ist schon schön hier, ja. Auch schön, dass es halt alles so eingleisig ist. Das ärgert mich ja schon wieder mit dem Code, ey. Naja, kann man nichts machen. Mit den ganzen Booten hier und alles was, ne?
Piep, piep, piep. So, da kommt schon Steckborn. Er macht die Tür immer auf der falschen Seite auf. Ich kann das halt echt, also ich kann hier keine Knöpfe drücken. Hier hast du ja nicht mit Türen. Mysteriös. Normalerweise, wie gesagt, müssten sie ja jetzt links aufgehen. So, bitte fahren Sie um 11.18 Uhr, sobald zum nächsten fahrplanmäßigen Halt in Kreuzlingen. Gut, dann haben wir. Los geht's. Piep, piep, piep. Also hier könnte ich mir auch wahrscheinlich echt gut vorstellen zu wohnen, ja. Das sieht schon echt nett aus. Diese riesen Berge hier auch, ja. Da mit dem Fahrrad hoch, alter Falter. Freust du dich? Weißt du, was du getan hast? Hier so ein kleiner Partyzelt hier, Party People in der Haus hier. So in Berlingen. Wir haben schon mal keiner raus hier.
Aber es war schon ein größerer Haltebahnhof jetzt da, ne? Also. Na gut, aber wenn ich da nicht halten soll, dann soll ich da nicht halten, ne? Steht nicht in meiner Dienstanweisung, dass ich da halten muss. Also kann man hier auch gepflegt weiterfahren. Das muss im Winter extrem hübsch aussehen hier, wenn es hier alles so schön vollgeschneit ist hier. Es ist schon wieder so warm draußen, es ist so unangenehm. Aber naja. Wird es ja wieder zu kalt, wird der jammerst du auch wieder rum. Egal wie was, ja. Immer nur am Jammern, der Kerl. Ah, ja, ja. Aber jetzt noch 10 Kilometer, jetzt so knapp vor uns, ein bisschen drüber. Ja, weil es ist jetzt schon sehr leise, ne? Der Ingame-Ton, ich sehe das gerade. Mal ist er zu laut, mal zu leise. Ist halt immer irgendwie anders, aber Ton ist ja da. Nicht ganz so laut wie jetzt zum Beispiel in Omsi oder so. Aber du hast auch im Zug selbst halt kaum Ton, ne? Also er brummt nichts oder sowas. Reifen quietschen, klar, das hörst du so, aber vom Zug an sich selbst eigentlich nicht so sonderlich viel. Cool gemacht, oder? Also, wir total voll mit Liebe halt alles hier aufgestellt, so die ganzen Gebäude oder sowas, ja. Richtig schön, ja. Piep, piep, piep.
Ob mir das klar gewesen, ja? Wenn du mal so hoch beschleunigen kannst, ja, dann will jemand raus. Oh, Radschlupf. Radschlupf. Ah. Und abfahren. Gar nicht, ich überlege gerade. Nee, eigentlich nicht, ne? Da steigen nur Leute aus, ne? Wenn da irgendwer ist, oder muss ich die Leute mitnehmen? So ein rotes Signal vor uns. Der zieht aber auch los, wa? Mit 60.
So Leute, haben wir Lag Constance uns jetzt mal angeschaut. Also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, das ist eine absolut putzige Strecke. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich mag das ja sowieso, wenn sie halt immer so eingleisig sind, du von Dorf zu Dorf fährst. Hier natürlich schon ein bisschen größer, ne, alles. Und ja, es ist schon, wenn du so von der Großstadt aus den Großstadt, Anführungsstrichen, wenn du aus einer größeren Stadt fährst und dann durch so eine kleinen Dörfchen da durchfährst, ist das schon absolut putzig, meiner Meinung nach. Also ich finde das sehr gut. Preislich liegt ja hier bei 30 Euro oder sowas für die Strecke. Jetzt ist ja Steam Sale, vielleicht könnt ihr euch die Strecke da günstiger ergattern. Auf jeden Fall sollte sie auf jeden Fall einfach mal so einen Blick wert sein. Falls euch das Ganze interessiert, guckt da einfach mal rein. Notfalls packe ich euch unten das Ganze in die Videobeschreibung mit rein. Und dann könnt ihr euch die Strecke selbst mal angucken. Wie gesagt, Fahrzeug wird mitgeliefert, sowie die Strecke. Und ja, mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen. Ne? Das ist Microsoft, nee, nicht Microsoft, das ist Train-Simulator-Content. Und ja, ist mal putzig. Wer es ein bisschen nicht so hektisch mag, wie jetzt irgendwo da, sonst irgendwo. Ne? Verstehen wir da. Seien wir auf jeden Fall gespannt. Mal gucken, ob wir uns jetzt hier ja mal noch eine Aufgabe angucken werden. Und dann dementsprechend würde ich mich jetzt verabschieden hier. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es auch ein bisschen ruhig ist beim Train-Simulator, weiß ich nicht. Da fehlt es mir so ein bisschen so immer so das ganze Quatschen und so. Gleich losfahren und dann halt während der Fahrt. Aber naja gut, jetzt war auch der Ton ein bisschen sehr leise gewesen vom Spiel. Aber na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!